Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal. So, folgendes. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen mal wieder in den Item Shop vom 29.09.2019. Ja, Steinherz neu, Herzschmerz neu. Und wie eine Statue neu. Wir fangen an mit dem Schlürf. Der Schlürf, die Lackierung für 700 V-Bucks. Ja. Ja. Ist, glaube ich, ziemlich gut bewertet. Ich finde sie persönlich ist nicht ganz so toll. Sind nicht so meine Warmen. Kriegt von mir 6 von 10. 9 von 10. 4,5455 bei 28 Wurst. Weil es am 17. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3x48 Minuten anders. Ja. Schmetterlinge. Schmetterlinge, ja, finde ich persönlich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zoom mal an die Rand, dreh die mal bitte ganz kurz ein bisschen. Finde ich, sieht nie so schlecht aus. Kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Das erinnert mich immer an das Logo von MSN. Ja. Jo. 8 von 10. 8 von 10 von mir auch. 2,8155 bei 37 Votes, war es am 14. Juli 2019 im Shop gewesen, sind 4x28 Runners. Ja, dann kommen wir zu Hirnüberladung. Für 200 V-Bucks, ich kann mit dem Ding jetzt nicht so wirklich viel mit anfangen, kriegt von mir 5 von 10. 9 von 10, 4,8355 bei 6 Volt, das ist am 7. Januar 2019 im Shop gewesen, es werden 3x 9 Reminders. Elektrolaune. Mega cool, für 500 V-Bucks kriegt von mir 9 von 10. 8 von 10. 455 bei 12 Volt, zum ersten Mal am 5. August 2019 im Shop gewesen, sind 3x und 6 Mal anders. Irgendwie gibt es keinen Ausschlag bei dem Sound, ne? Doch, gibt's. Nein. Ja, während ich gerade durchklicke, nicht. Warte mal, Achtung. Das siehst du sowieso gleich. So, auf jeden Fall gibt's einen Ausschlag. Dann kommen wir zu dem Nachtglanz. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Kriegt von mir 7 von 10. Gehen wir auf diese Stilvorschau, die, ja, dieses Leuchten ist dann dabei, ne? Genau. 7 von 10. 8 von 10. 3,85 bei 41 Volt, zum ersten Mal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 63 Reminders. Der Nightbeam. Jo. Sonneneruption. Ja, finde ich persönlich auch, ja, ist genauso 7 von 10. 8 von 10. Und 3,175 bei 36 Volt, zum ersten Mal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 10 Reminders. So, Spaltlicht. Spaltlicht, ja, 7 von 10. Den Werkzeugeffekt bitte. Ja, 8 von 10. 4,2455 bei 17 Votes, das ist am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 8 Reminders. Federgleich. Den finde ich ziemlich cool, kriegt von mir 9 von 10. Von mir 8 von 10. 3,925 bei 12 Votes, meist vom 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 3 Reminders. Und was ist dann schon von dem Set? Oh, ja. Hat uns doch was gefehlt? Ne, die strahlende Axt. Die strahlende Axt. 6 von 10. 6 von 10 von mir, 5 von 10. 2,835 bei 6 Volt, zuerst am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 2 Reminders. Und das war's von dem Set. Jetzt kommen wir zu den neuen Items, also zu dem einen neuen Item erstmal, wie eine Statue. Oh, guck mal, für 200 V-Bucks, aber gleich, pass auf, gleich guckt er nochmal, so, und nochmal gerade stehen. Also wie eine echte Statue, fast. Kriegt, ich finde die ganz witzig, kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Von mir auch. Und es gibt keine Benotung. Herzschmerz. Herzschmerz. Liebe kann schmerzen. Das stimmt allerdings tatsächlich. 800 V-Bucks für diese Picken. Ja, 7 von 10. Machen wir Werkzeugeffekt bitte. 8 von 10. Moment. Hier 3 von 5 bei 2 Votes und 0 Reminders. Und dann haben wir noch zum Schluss diese Liebesschwing. Ne, das ist ja das für Backpack, genau. Wie heißt das? Steinherz. Dreht sich automatisch. Das ist der Liebesranger, ne? Also in der weiblichen Version. Zoom mal bitte daran. So, und. Sieht schon. Also ich finde, sieht schon gut aus. 10 von 10. Dreh die mal bitte. Dreh die mal weiter bitte. 10 von 10. Also sieht auf jeden Fall nice aus. 10 von 10. Definitiv. Ja. Auch 10 von 10 von meiner Seite für 15 V-Bucks. 4,5 bei 2 Votes und 3 Reminders. So, jetzt bewerten wir den Shop.
Wir gehen hier nochmal also raus und den Shop. Zack. Und ich würde sagen, wenn ich mir den Shop jetzt mal so angucke, die neuen Items sind gut, würde ich sagen. Schlürf ist gut, Schmetterlinge ist gut, Hinüberladung ist gut, Elektroladung ist gut. Das Set ist in Ordnung im Durchschnitt. Die Battle Pass Stufen sind natürlich auch super. Ja, ich würde sagen, von mir, love it. Ja, schließe ich mich an. Love it von meiner Seite. 651 love it, 546 it's mehr und 1246 hate it. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Wir haben auch noch ein Gameplay. Und oben links, oben rechts in der Infobox verlinkt. Und würde ich sagen, bis dahin, haut rein und tschüss.